Willkommen zum Börsencocktail der Finanz und Wirtschaft. Thema sind heute die US-Präsidentschaftswahlen und die Finanzmärkte. Der Wahlkampf ist schon jetzt turbulent. Wir beleuchten Szenarien und ihre Auswirkungen auf die Märkte. Wir besprechen auch, ob Schweizer Anleger jetzt ihr Portfolio neu ausrichten sollten. Und zum Schluss gibt es einen Aktientipp für alle Fälle. Zu Gast ist Daniel Kalt. Er ist Chefökonom und Chief Investment Officer Schweiz von UBS. Herzlich willkommen, Herr Kalt. Guten Tag, Herr Bergler. Schön, hier zu sein. Wer amerikanischer Präsident wird, ist offen. In 4 Monaten kann noch viel geschehen. Anleger wehrweisen, welches Szenario wohl eintreten könnte. Herr Kalt, welches Szenario hätte die größten Auswirkungen auf die Finanzmärkte? Welches Wahlergebnis wäre am gravierendsten für Aktien und Anleihen? Ja, vermutlich wäre schon ein erdrutschartiger Sieg der Republikaner, also Donald Trumps, ein Szenario, das am meisten Auswirkungen hätte, weil unter Donald Trump vermutlich auch viele der Politiken, die unter den Demokraten, unter Biden umgesetzt wurden, wieder zurückgedreht würden. Es würde der Inflation Reduction Act, ein großes Subventionsprogramm für erneuerbare Energien, vermutlich zurückgedreht und verschiedene andere Politikbereiche davon betroffen. Man weiß auch nicht, wie erratisch Trump in der Außenpolitik agieren würde, Zölle weiter erhöhen oder neue einführen würde. Das sind alles Unsicherheitsfaktoren mit einem solchen Red Sweep, also einem Erdrutschsieg der Republikaner verbunden. Schauen wir uns die Börse an, den Aktienmarkt. Da würde man bei einem Erdrutschsieg der Republikaner wahrscheinlich erwarten, dass die Steuern gesenkt werden, die Regulierung für Unternehmen würde eher gelockert, die Energiewende würde gestoppt oder zumindest gebremst. Welche Sektoren, was für Unternehmen würden dann am meisten profitieren? Ja, auf der Gewinnerseite wären wahrscheinlich eben Sektoren, die von einer lockeren Regulierung profitieren würden. Der Finanzsektor könnte profitieren, weil die Demokraten den Finanzsektor eher etwas strenger regulieren würden oder weiter regulieren würden. Wahrscheinlich würden auch traditionellere fossil ausgerichtete Energiefirmen profitieren unter Trump, weil eben diese Transition zu erneuerbaren Energien gestoppt würde oder die Subventionen auch entzogen würden. Und da wären eben dann auch die Verlierer zu suchen bei diesen erneuerbaren Energiefirmen, die weniger Subventionen bekämen. Je nachdem, wenn Trump dann noch verbreitet und hohe Zölle implementieren würde, könnten auch langlebige Konsumgüter, also Hersteller von langlebigen Konsumgütern leiden, auch Industrietitel, die von einem Handelskrieg dann betroffen werden. Gibt es Parallelen zur ersten Wahl, als Trump erstmals gewählt wurde? Da, glaube ich, dann gerade im Dezember nach der Wahl oder schon im November erhielten die Börse einen Boost und gerade auch Small Caps haben dann sehr gut abgeschnitten. Kann man so etwas Ähnliches wieder erwarten? Ja, bei der letzten Wahl hat ja Trump sehr schnell dann auch angekündigt, die Unternehmenssteuern sehr kräftig zu senken. Auch die Steuern für Privathaushalte wurden gesenkt. Das hat dann auch Auswirkungen auf den Konsum. Jetzt, wenn er wieder rankommt, würde er zumindest diese Steuersenkungen, die Ende 2025 alle auslaufen würden, würde er verlängern. Allenfalls ist vorstellbar, dass er bei den Unternehmenssteuern versuchen würde, nochmals etwas runterzugehen, wobei da auch der Handlungsspiel etwas begrenzt ist, weil die Budgetsituation in den USA ja nicht sehr vorteilhaft, große Defizite, da ist wahrscheinlich weniger Impuls zu erwarten, als wir das letztes Mal gesehen haben. Aber netto würden wir schon sagen, dass ein Trump-Sieg vermutlich für die Börsen besser wäre als ein Sieg der Demokraten. Ein guter Gradmesser oder Maßstab für den Zustand der amerikanischen Wirtschaft ist auch der Dollar. Was erwarten Sie vom Dollar, wenn es einen Erdrutschsieg für die Republikaner gibt? Ich denke, in der kurzen Frist, so bis Ende Jahr, Anfangs nächstes Jahr, ist weniger die Wahl jetzt entscheidend für den Dollar, sondern das, was die US-Zentralbank, die Fed, macht. Wir erwarten, dass erste Zinssenkungen kommen in diesem Herbst. Und ich glaube, das ist die entscheidende Frage. Und wir würden da schon erwarten, dass wenn die Fed einmal beginnt, und das ist das, was wir erwarten im Basisszenario, mit Zinssenkungen dann nach unten geht, dass dann der Dollar eher zurückkommt, der Franken stärker würde, der Dollar auch global etwas an Boden verlieren würde. Erst mittelfristig müsste man sich dann anschauen, was eben so eine
Trump, Red Sweep, Erdrutschsieg der Republikaner bedeuten würde für den Dollar. Ich glaube, da muss man dann die außenpolitische Ebene hinzunehmen. In der Tendenz würde man meinen, dass der Dollar eher stärker wäre mittelfristig unter einer Trump-Präsidentschaft, als wenn die Demokraten am Ruder bleiben. Wenn zuerst der Dollar schwächer wird und der Franken stärker, dann wird es schwieriger für Schweizer Exportunternehmen. Sehen Sie Schwierigkeiten für diese oder können Sie das meistern? Nein, ich denke, im Moment ist es ja so, dass der Dollar eher stark ist gegenüber dem Franken. Also im Dollarraum, glaube ich, haben Schweizer Exporteure eher weniger Probleme. Ich glaube, dass die Eurozone schon eher wichtiger, auch gerade für kleinere, mittlere Unternehmen, ist der Euro entscheidender. Insofern glaube ich nicht, dass das so einen großen Einfluss jetzt hat auf die Schweiz. Zentral für die Wirtschaft und auch für die Unternehmen ist das Zinsniveau. Da geht es einerseits um die Entwicklung der Marktzinsen und dann natürlich auch um die Schuldzinsen der US-Regierung. Der Schuldendienst wird immer teurer. Was erwarten Sie von den Zinsen, wenn Trump gewinnt und die Republikaner durchregieren können? Ja, es ist ja so, dass die USA schon heute einen substanziellen Teil ihrer Staatseinnahmen für Zinszahlungen ausgeben müssen. Aufgrund der Zinserhöhungen und der höheren Zinskurve ist die Zinslastquote, also der Anteil, den Finanzministerin Janet Yellen ausgeben muss, um Zinszahlungen zu leisten, von 7% auf 10% gestiegen. Weiter steigend. Jetzt, wenn Trump kommt und weiterhin Deficit Spending betreibt, weil er die Steuern auch nicht erhöht, die Defizite hoch bleiben, ja, dann werden diese Defizite auch nicht eingeschränkt. Also das ist mittelfristig ein gewisses Risiko, auch die Finanzpolitik unter Trump wahrscheinlich sogar weniger diszipliniert sein könnte als unter den Demokraten, die eher wieder Steuererhöhungen bringen würden. Also das muss man im Auge behalten. In der Tendenz denken wir, dass auch die ganze Zinskurve unter Trump eher ein Tick höher verbleiben würde, auch wenn jetzt eben kurzfristig damit zu rechnen ist, dass die Fed beginnt, einen Zinssenkungszyklus jetzt einzusteigen. Die Frage ist dann, wo endet dieser? Unter Trump eher etwas höher als allenfalls unter Biden. Wie sieht das für die Unternehmen aus? Man hat ja immer befürchtet, wenn die Zinsen länger hoch bleiben und nicht mehr gegen Null runterkommen, wie das vorher der Fall war, dass das dann für viele Unternehmen schwierig wird, ihre auslaufenden Kredite zu refinanzieren zu höheren Zinsen, Obligationen zu ersetzen, die auslaufen. Sehen Sie, dass da noch eine Konkurswelle auf die Wirtschaft zukommt? Ja, ich denke, solange die US-Wirtschaft wirklich gut läuft, und das tut sie ja immer noch, sind da die Gefahren etwas weniger groß. Also wenn das dann zusammenkommt mit einer, sagen wir, rezessiven Phase, die auch noch kommen kann. Es ist immer noch die große Frage, kommt noch ein Hard Landing in den USA oder schaffen wir dieses Soft Landing? Also hohe Zinsen kombiniert dann noch mit einer rezessiven Situation, das wäre sicher schwieriger. Ich glaube, wir werden jetzt schon eine Phase sehen, in der Zinsen leicht nach unten kommen. Wo sie dann stehen bleiben, werden wir sehen. Aber das gibt dann schon Entlastung. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Zinskurve jetzt nach unten bringen. Nicht nur für den Staat, der hohe Zinskosten zu schultern hat, aber auch für die Unternehmen. Das wird zu einem gewissen Maß eintreffen. Und wir werden dann Mitte nächstes Jahr sehen, wo sich das Ganze stabilisiert. Sie haben Zölle erwähnt, Protektionismus. Wenn Trump an der Macht ist, wird er vielleicht einen neuen Handelskrieg mit China anzetteln. Und das heißt dann alles, er wird vielleicht auch die Einwanderung stoppen. Das gibt dann Lohndruck, das andere gibt Preisdruck. Müssen wir mit erhöhter Inflation rechnen, dass die gar nicht so runterkommt auf 2%? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir denken schon, dass jetzt über die nächsten Monate die Inflation allmählich weiter zurückkommt. Wir haben Anzeichen, dass die Verlangsamung in den USA kommt. Das will die Fed auch. Das ist klar. Jetzt, ob die Zölle, die allenfalls kommen, breite Wirkungen haben, hängt auch davon ab, wie selektiv diese Zölle sein werden. Wenn jetzt Trump nur sehr selektiv Zölle auf chinesische Produkte oder auf einzelne Produkttypen aus China die Zölle erhebt, ist das viel weniger dramatisch, weil dann werden wir Umleitungshandel sehen, das wird umgangen werden, als wenn er die Zölle sehr, sehr breit auf sehr viele Handelspartner appliziert. Also in einem Fall, und das wissen wir noch nicht, wie das kommen wird, in den Trump sehr breit Zölle verhängt, ist das viel, viel verheerender und wird stärkeren Auswirkungen auf Inflation haben. Wenn jetzt als anderes Szenario die Demokraten den Präsidenten stellen und auch in beiden Parlamentskammern die Mehrheit haben,
dann gibt es diesen Blue Sweep, sagt man ja auch. Was wäre der größte Unterschied, vielleicht gerade auch mit dem Blick auf den Aktienmarkt, was wäre dann völlig anders als mit einem Red Sweep? Ja, dann würden die Zinssenkungen, die Trump in seiner ersten Präsidentschaft eben durchgesetzt hat, für Privathaushalte, aber auch insbesondere für Unternehmen, würden rückgängig gemacht. Das heißt, die Firmen, aber auch vermögende, reichere Haushalte müssten massiv höhere Steuern bezahlen, ab 26 und fortlaufend. Mhm. Das könnte natürlich auf der einen Seite die Konjunktur weiter runterbremsen, auch die Investitionsbereitschaft der Firmen dämpfen. Das hätte eher bremsende Wirkung, weil dann die Fiskalpolitik natürlich restriktiver würde. Ich glaube, das wäre sicher die wichtigste Änderung, die man erwarten könnte. Ansonsten würden unter einer erneuten demokratischen Präsidentschaft viele der Politikbereiche ähnlich weitergeführt, wie wir es jetzt gesehen haben. Also das würde auch bedeuten, dass die Energiewende vorangetrieben wird. Das wäre gut für die entsprechenden Unternehmen, die dort tätig sind. Auf der anderen Seite gibt es ja gerade bei grünen Technologien gibt es Konkurrenz auch aus China, die überschwemmt die ganze Welt mit billigen Solarmodulen. Wie sehen Sie da die Aussichten für solche Unternehmen? Ja gut, zum einen ist mal festzustellen, dass der Handelskrieg, wenn man den so bezeichnen will, diese protektionistischen Maßnahmen, die Trump eigentlich angezettelt hat, unter der Administration Biden genauso weitergeführt wurden. Also der Versuch, die US-Wirtschaft zu schützen vor günstigen, billigen chinesischen Importen, wurden ja auch unter Biden weitergeführt. Da würde ich auch wenig Änderungen erwarten. Man hat jetzt gesehen, dass auf Elektrofahrzeuge Zölle bis 100% kommen, auch unter Biden. Ich denke, andere Bereiche würden weiterhin auch versucht, geschützt zu werden von der Administration. Da erwarte ich keine großen Änderungen im generellen Kurs. Ein drittes Szenario ist das blockierte Parlament, der Split Congress, wenn keine der beiden Parteien in beiden Kammern eine Mehrheit hat, sie blockieren sich gegenseitig. Traditionell sagt man ja, das sei ein gutes Umfeld für die Börsen, weil dann richtet die Regierung nicht allzu viel Schaden an. Würde das auch diesmal gelten? Ja, ich denke schon, das ist so die gängige Art und Weise, das zu betrachten. Wenn wir von Beginn weg in der neuen Präsidentschaft einen blockierten Kongress haben, also nicht beide Kammern die Mehrheit beim Präsidenten sind, dann wird es schwierig, eben große Gesetzesänderungen durchzuführen. Dann müsste der Präsident mit Executive Orders, also auf dem Verordnungsweg, versuchen zu regieren. Da kann er viel weniger bewegen. Das, sagt man, ist eigentlich gar nicht so schlecht für die Börse, weil dann kann auch nicht immer dieses Hüst und Hott stattfinden, einmal nach rechts, einmal nach links, im ganzen Rahmenwerk der Gesetzgebung. Das könnte durchaus auch positiv sich auswirken. Allerdings muss man schon auch berücksichtigen, dass auf der außenpolitischen Ebene der Präsident ja fast freie Hand hat und viel weniger stark vom Kongress kontrolliert werden kann. Bei Biden oder den Demokraten wüssten wir, das geht etwa im gleichen Tempo, in der gleichen Art weiter, wie wir es jetzt gesehen haben. Bei Trump würde sicher mehr erratische Außenpolitik stattfinden, etwas unberechenbar. Insofern können da die Märkte auch nervös dann reagieren. Gut, nun zu den Schweizer Anlegern. Wir haben alle diese verschiedenen Szenarien. Es ist sehr unsicher, wie es am Schluss herauskommt. Sollen Schweizer Anleger jetzt ihr Portfolio neu ausrichten? Soll man wegen all der Unsicherheit ein bisschen Risiko rausnehmen? Was empfehlen Sie? Ja, ich würde meinen, dass es wenig Sinn macht, nur jetzt aufgrund eines Blicks auf die Wahl jetzt das Portfolio völlig umzukrempeln im Vorfeld. Die Märkte werden durch viele andere Faktoren genauso stark, wenn nicht stärker beeinflusst werden als durch die Wahl und das Ergebnis der Wahl. Wächst die US-Wirtschaft weiter? Ziehen die Unternehmensgewinne in den USA weiter an? Was macht die Fed? Kann sie die Zinsen senken? Ich denke, das ist für die mittlere Frist fast wichtiger als jetzt der Ausgang der Wahl. Insofern empfehlen wir Schweizer Anlegerinnen und Anleger, die sowieso sehr oft einen starken Home-Bias haben, also viele auch Schweizer Titel im Portfolio, nicht jetzt das Portfolio völlig umzukrempeln. Mhm. Empfehlen Sie generell, auch vielleicht taktisch, kann man ein bisschen mehr Risiko nehmen oder ein klein wenig auf die Bremse stehen?
Ja, wenn jemand eher Angst hat vor, und diese Szenarien gibt es auch, wenn die Wahl sehr knapp ist, und wir haben das mit dem Sturm aufs Kapitol gesehen, es gibt Szenarien und es gibt auch Bedenken, dass da fast schon bürgerkriegsähnliche Zustände dann eintreten könnten. Wenn jemand Angst hat davor, kann man durchaus auch Absicherungen mit in ein Portfolio einbauen. Gold zum Beispiel könnte eine Anlage sein, die dann in einem solchen Szenario gut performt und einen gewissen Schutz fürs Portfolio bringt. Auf der anderen Seite kann man versuchen natürlich auch, wenn man feste Überzeugungen hat, dass der eine oder andere Kandidat gewinnt, diese Sektoren, von denen wir vorher gesprochen haben, irgendwo etwas über- oder unterzugewichten. Aber wie gesagt, das sind Finessen. Die kann man versuchen einzusetzen. Man kann das auch mit Optionsstrategien sehr sophistiziert tun. Aber wie gesagt, für den Durchschnittsanleger in der Schweiz macht es wahrscheinlich wenig Sinn, hier groß ins Portfolio einzugreifen. Also wenn man die Präsidentschaftswahl als Chance anschauen würde, dann wäre es dann doch eher spekulativ, würden Sie sagen? Ja, auf jeden Fall, weil die Wahl ist vermutlich eng, wobei im Moment haben wir die Umfragen wieder klar zugunsten von Trump, weil wir da wirklich große Unsicherheiten haben auf der demokratischen Seite. Das kann sich aber bis Oktober, November durchaus nochmal einpendeln und eine durchaus knappe Wahl werden. Von den Chancen für Anleger kommen wir zur Aktie für alle Fälle. Das ist Caterpillar. Caterpillar ist der weltgrößte Hersteller von Baggern, Lastwagen, Dampfwalzen, Planierraupen, Asphaltiermaschinen, Bohrgeräten und Forstmaschinen, aber auch von Generatoren und Dieselmotoren für die Schifffahrt und den Bergbau. Caterpillar stammt aus Texas und verkauft die Maschinen in alle Welt. Sie haben ein Netzwerk aus 160 exklusiven Händlern mit 2700 Filialen in allen Kontinenten und das ist in dieser Branche einmalig. Caterpillar ist auch Spitze in der digitalen Betriebsüberwachung und das bedeutet, dass die Kunden geringere Betriebskosten haben. Das Unternehmen ist auch in der Elektrifizierung gut unterwegs, obwohl es viel an die Old Economy liefert. Das ist wichtig mit Blick auf die Energiewende, die dann vielleicht je nach Präsident vorangetrieben oder auch gestoppt wird. Caterpillar profitiert von staatlichen Infrastrukturprojekten, aber selbst wenn solche gestoppt würden, sie profitieren auch vom Bau von Chipfabriken, die von Trump und ebenso von den Demokraten gefördert würden. Gegen Konkurrenz aus China ist Caterpillar bislang recht immun. Die Qualität aus den USA, die wird überall geschätzt und Zollschranken sind für Caterpillar gar nicht nötig. Die Aktien von Caterpillar eignen sich als längerfristige Anlagen. Der Aktienkurs sollte jeglichen US-Präsidenten unbeschadet überstehen. Die Aussichten sind in allen Szenarien gut. Caterpillar ist die Aktie für alle Fälle. Das wär's vom heutigen Börsencocktail. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Bitte schreiben Sie einen Kommentar, geben Sie uns einen Daumen hoch. Das würde uns sehr freuen.